Hallo und willkommen zu einem Video vom Basisportal Alte Geschichte. Heute geht es um eine häufig genutzte Plattform der Universität, Univis. Vielleicht habt ihr im Überblicksvideo zu den Plattformen schon von den Grundfunktionen gehört. Wir bekommen zum einen Informationen zu Lehrveranstaltungen und zum anderen können wir hier unseren Stundenplan erstellen. In diesem Video geht es jedoch primär um die Informationsbeschaffung. Falls ihr Näheres zur Stundenplanerstellung erfahren wollt, könnt ihr über den Link in der Videobeschreibung zu einem Tutorial von uns gelangen. Wenn ihr es auf die Startseite von Univis geschafft habt, solltet ihr darauf achten, dass ihr das aktuelle Semester ausgewählt habt. Das könnt ihr ganz einfach oben rechts ändern. Da wir das erledigt haben, können wir die erste Funktion der Plattform testen und uns auf die Suche nach einer Veranstaltung machen. Dafür werfen wir einen Blick auf das Vorlesungsverzeichnis. Innerhalb von diesem werden dann die verschiedenen Fakultäten aufgeführt. Wir finden uns bei der Philosophischen Fakultät wieder. Hier wird nun der Profilierungsbereich und das fachwissenschaftliche Lehrangebot aufgeführt, wobei wir uns für das Letztere interessieren. Im nächsten Schritt machen wir Geschichte unter den vielen Fachrichtungen ausfindig und klicken uns weiter durch. Nun haben wir alle Lehrangebote des Faches kompakt vor uns. Wenn ihr euch am Anfang eures Studiums befindet, sind zwei davon besonders wichtig. Zum einen die Einführungsvorlesung und zum anderen die Pro-Seminare, in welchen ihr die Basics lernt. Wir gucken jetzt beispielhaft mal in die Einführungsvorlesung rein. Hier sehen wir dann die passenden Vorlesungen fürs Mittelalter, die Neuzeit und natürlich die alte Geschichte. Für nähere Informationen können wir da auch mal reingucken. Neben den Dozenten finden wir hier Angaben zum Ort der Vorlesung, der Zeit und je nachdem Details dazu, wo ihr euch dafür einschreibt oder wann Klausuren sind. Gehen wir zurück zur Startseite. Es gibt nämlich einen Trick, um schneller an Informationen zu kommen. Dafür nutzen wir die Suchfunktion und wählen Lehrveranstaltung aus. Voraussetzung für die Suchfunktion ist natürlich, dass ihr schon gewisse Informationen zu der gesuchten Veranstaltung habt. Ihr könnt entweder direkt nach dem Titel der Veranstaltung suchen oder nach der Lehrperson, die diese anbietet. Wir probieren das hier mal mit Professor Klinkert. Und schon haben wir die von ihm angebotenen Lehrveranstaltungen und könnten jetzt auch hier nach Details gucken. Für ein weiteres praktisches Feature begeben wir uns wieder auf die Startseite. Denn wir können die Suchfunktion auch anderweitig nutzen. Statt nach Veranstaltung können wir auch direkt nach Lehrpersonen suchen. Falls ihr ein wichtiges Anliegen habt, aber nicht genau wisst, wie ihr diejenige Person erreichen könnt, kann euch dieses Tool weiterhelfen. Wir packen hier also einfach wieder Klinkert in unsere Suchleiste und gucken, was dabei rauskommt. Und schon sehen wir alle nötigen Kontaktdaten, die wir brauchen. Wir haben die E-Mail, die Telefonnummer, die Nummer seines Büros und, falls ihr sowas tatsächlich nutzt, die Faxnummer. Zu guter Letzt will ich euch auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr euch hier auch über anstehende Fachveranstaltungen informieren könnt. Dafür können wir mal den Veranstaltungskalender aufrufen. Hier sehen wir Fachveranstaltungen aus allen möglichen Bereichen und was bald so an der Uni ansteht. Falls etwas euer Interesse weckt, könnt ihr euch so einfach informieren und euch aktuelle Beiträge aus der Wissenschaft anhören. Das waren kurz die wichtigsten Funktionen von der Plattform Univis. Danke fürs Zuschauen und wir hoffen natürlich, dass euch das Video weiterhelfen konnte. Alle weiteren Informationen zu den anderen Plattformen und Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung.